1928 ist der Lieblingsfotograf der Surrealisten eine Maschine, die Fotokabine. Eine amerikanische Erfindung, die gerade in Paris aufgetaucht ist. André Breton, Paul Éluard und Louis Aragon entdecken sofort, wie man den Automaten, der ein Selbstporträt für jeden erschwinglich macht, kreativ nutzen kann. Auf diesen Passfotos hat der Surrealismus zwei Gesichter. Eines absolut antikonformistisch, das andere schrecklich streng. So wie André Breton, der führende Theoretiker des Surrealismus. Die gleiche Mischung aus Ernst und Humor kennzeichnet ihre Verbindung mit der Fotografie. Einerseits sind sie fasziniert von der Strenge, der kühlen Objektivität des Apparats, dessen Automatismus zu ihren eigenen Schreibversuchen passt. Denn nach André Breton ist der surrealistische Schriftsteller nichts anderes als ein bescheidenes Aufnahmegerät und hat nicht mehr Talent als ein Spiegel oder eine Tür. Andererseits machen sie sich lustig über den Anspruch der Fotografie, die Realität getreu wiederzugeben und amüsieren sich über die Leichtigkeit, mit der man sie verfälschen kann. Man Ray verwandelt Kiki de Montparnasse mit Hilfe von etwas Tusche in ein Violon d'Ingres, ein Wortspiel, das im Französischen auch Steckenpferd bedeutet. Nichts lässt so viel Surrealismus zu wie die Fotografie, schreibt Salvador Dalí 1925. Sie ist das sicherste Medium der Poesie, das beste Instrument, um die Verbindungen zwischen Realität und Surrealität zu erkennen. Als unbearbeitetes Dokument macht es die Fotografie möglich, die zufällige Poesie der Jahrmarktskulissen einzufangen. Das von Man Ray ertappte Treffen des gestiefelten Katers mit dem Marquis de Sade an einer Straßenecke von Antibes. Oder das bizarre Arrangement in einem Apothekenschaufenster. Der Schöpfer dieser Bilder, der Tscheche Jindřich Stirský, fotografiert diese obsoleten Inszenierungen und verzichtet auf jegliche Manipulation, jegliche künstlerische Absicht, um auf einfachste Art den im Realen verborgenen Surrealismus festzuhalten. Einzige Spur seiner Anwesenheit ist die kaum sichtbare Spiegelung seines Körpers, der aussieht, als könnte er nur mit Mühe den Kopf der bärtigen Schaufensterpuppe tragen. Ein anderes Schaufenster. Optische Parabel des mexikanischen Fotografen Manuel Alvarez Bravo von 1931. Nichts scheint diesen gekreuzten Blicken entkommen zu können, diesen künstlichen Augen, die den Rahmen ausfüllen und beherrschen. Nichts außer diesem Detail. Der Abzug ist seitenverkehrt. Die Fotografie des Schaufensters ist selbst nur eine Spiegelung. Das ist der Sinn der Parabel. Die Fotografie ist nicht das wahre Abbild des Realen, das sie behauptet zu sein. Sie zeigt eine verfälschte Welt. Ihr großartigster Trick ist so enorm, dass man nicht einmal mehr darauf achtet. Indem sie den Augenblick erstarren lässt, beseitigt die Fotografie den Unterschied von Bewegtem und Unbewegtem. Die vertrautesten Gegenstände, wie dieses Kleid, das in einem Innenhof trocknet und 1944 von Miroslav Hack fotografiert wurde, beginnen an unserer Stelle zu leben, in einer Welt, die uns fremd geworden ist. Eine Welt, die von Gespenstern bewohnt wird. Dieses hier heißt Treppengeist, 1952 fotografiert von Marcel Marien. Auf diesen Bildern ist kein Mensch zu sehen, als würde die Welt der Gegenstände darauf warten, dass wir nicht mehr da sind, um das in ihr steckende Unheimliche zu enthüllen. Aber manchmal reicht das nicht. Um 1932 die Statue des Marschalls Ney in Paris zu erwischen, musste Brassai warten, dass es Nacht wird. Thank you.
Unter dem Blick des Fotografen stehen sich Statue und Neonschrift gegenüber, auf immer verbunden durch den Nebel und den Rahmen, gleichermaßen einsam, Darsteller einer neuen Geschichte, die in unserer Abwesenheit geschieht. In dieser Welt der Gegenstände darf der Mensch zwar wieder erscheinen, aber nur als ein Gegenstand unter anderem. Claude Cahun, Studie für eine Erinnerung, 1925. Der Kopf der Fotografin befindet sich unter einer Glasglocke, wie vor Staub geschützter Nippes. Erstaunlicherweise steckt die gleiche Idee in einem Bild von Man Ray, das 1930 in der Zeitschrift Der Surrealismus im Dienst der Revolution erschien. Es heißt Ehrung von Sade, nicht zu verwechseln mit einer anderen Fotografie Man Rays, die etwas später in derselben Zeitschrift veröffentlicht wurde. Denkmal für Sade. Ehrung oder Denkmal? Die Nuance zählt. Köpfe ohne Körper? Oder Körper ohne Kopf. Irgendwie ist der surrealistische Mensch immer entlang dieser Linie zerschnitten, die zwischen dem Körper und dem Kopf entlang läuft, zwischen Trieb und Verstand. René Magritte, Der Riese, 1937. Zwei andere Männer ohne Kopf, 1935 von Dora Maar fotografiert. Der erste hat ihn in einem Gully verloren. Es ist das reale Selbst im richtigen Augenblick erfasst, das zerschneidet. Aber zerschneiden kann auch der Rahmen, wie es die zweite Person zu ihrem Nachteil erfahren muss. Livorno, 1936. Ein Mann liest Zeitung. Henri Cartier-Bresson steht wenige Schritte entfernt. Zwischen seinem Objektiv und dem Kopf des Mannes hängt der untere Teil einer Gardine. Absicht oder Zufall? Indem er Position und Entfernung ausnutzt, ersetzt der Fotograf den Kopf des Mannes durch den Gardinenknoten und erschafft dadurch ein sowohl banales als auch beunruhigendes Wesen, ein Monster unserer Zeit. 1936 veröffentlicht André Breton einen Text, der die surrealistische Ästhetik definiert. Die Schönheit wird konvulsiv sein. Als Beispiel führt er eine Fotografie Man Rays an, der er selbst den Titel gab, Explosante Fixe. Es sind zwei weitere Bilder vom selben Fototermin bekannt, saubere Schnappschüsse, scharf und nicht sonderlich interessant. Außer für Flamenco-Liebhaber. Explosante Fixe dagegen ist ein Bild, das ein guter Techniker als missraten bezeichnen würde. Die für die Kameraeinstellungen zu schnelle Bewegung ist unscharf. Aber diese gewollte oder ungewollte Unvollkommenheit, das werden wir nie erfahren, macht aus dem Bild mehr als eine Anekdote. Man betrachtet nicht mehr die Tänzerin Prue de Pilar, sondern die Bewegung als solche. Die in reinem Zustand festgehaltene Energie. Man Ray ist ein Tausendsasser. Maler, Filmemacher, Fotograf der surrealistischen Bewegung, zu der er nie gehört. Er stellt das Vergnügen über die Theorie, das freie Experimentieren über die von André Breton verlangte Gruppendisziplin. Le Retour à la Raison, 1923. Man Ray beobachtet das Spiel von Licht und Schatten auf einem Eierkarton, dann auf dem Oberkörper seines Modells Kiki de Montparnasse.
Von einem Fotogramm aus dieser Bilderreihe entwickelt er dann eine seiner bekanntesten Fotografien. Erstarrt sieht dieses Muster des Schattens so wild aus wie eine rituelle Maske oder das Fell eines großen Raubtiers. Lee Miller, ein anderes seiner Modelle. 1930 fotografiert Man Ray sie von oben, den Körper versteckt durch schwarzen Stoff. Aber das ist nur ein Ausgangspunkt. Beim Entwickeln wird das Bild gerade gerichtet, der Ausschnitt verändert und retuschiert, um die Beschaffenheit des Stoffs zu glätten. Dann wird es einfach umgedreht. Die gewohnten Züge des Gesichts sind immer noch da, aber nicht, wo sie sein sollten. Lee Miller ist zu einem menschenähnlichen Wesen einer unbekannten Art geworden. Hier hingegen ist Lee Miller von unten fotografiert, den Kopf in den Nacken gelegt. Das Foto wurde dann so zurechtgeschnitten, dass man die eigentliche Position des Modells nicht erkennt. Das Bild heißt Anatomie. Die Fotografie handelt wie ein Skalpell, zerschneidet den Schein, um diese etwas mysteriöse und ganz und gar phallische Masse an Fleisch und Muskeln herauszuarbeiten. Dieses eher kitschige Bild eines Gesichts voller gläserner Tränen schneidet Man Ray im Labor zu und vergrößert gleichzeitig die Details. Wie ein Mikroskop öffnet die Nahaufnahme die Tür zu einer anderen Welt, in der die Formen und die Materialien wichtiger werden als die Bedeutung. Das edelste Tier aber hat Hühneraugen. Das heißt, dass es Füße hat und diese Füße ein von ihm unabhängiges, unwürdiges Leben führen, schreibt Georges Bataille 1934 in einem Text mit Fotografien von Jacques Boisfard. Hier soll die Nahaufnahme, anders als bei Man Ray, nicht erstaunen oder verführen, sondern schockieren, indem sie uns zeigt, was man nicht sehen will. Den einfachen Stoff, aus dem wir gemacht sind. Sie ist ein Angriff auf das geschmackvolle Auge, eine andere Art, den Blick zu befreien. Es besteht kein Unterschied zwischen dem Mund eines Mannes, den Roger Perry fotografiert hat, und dem Fischmaul auf einem Foto von Jean Painlevé, dem Pionier der wissenschaftlichen Fotografie. Und was ist menschlicher als dieses kleine, traurige Tier, wahrscheinlich der Fötus eines Gürteltiers, in dem wir, nach dem Willen der Fotografin Dora Maar, unsere monströse Natur erkennen sollen? Jean Painlevé, Selbstbildnis über das Foto einer Spinne gelegt, 1929. Das Reale vergrößern, um das Surreale aufzudecken, sagt Dalí. In dieser Vergrößerung liegt eine Brutalität, die das menschliche Auge vielleicht nicht ertragen kann. Was also tun, außer die Augen schließen und in den inneren Welten Zuflucht suchen? Das ist die andere Seite der surrealistischen Fotografie. Das vom Traum angegriffene Reale. Optik und Chemie sind nicht mehr dazu da, die festen Formen der Welt zu reproduzieren, sondern sie aufzulösen. Die Verzerrung Nummer 34 von André Kertész gehört zu einer Serie, die 1933 mit Hilfe von Zerrspiegeln entstand. Es handelt sich um eine Auftragsarbeit für eine Zeitschrift, die Spiegel und Modelle zur Verfügung gestellt hat. Eine Vorgehensweise zwischen den weichen Uhren, die Dalí malte, und den Zerrspiegeln der Jahrmarktattraktionen.
Einfacher und verwirrender ist diese andere Spiegelung, die Raoul Ubach 1938 fotografiert hat. Das Gesicht seiner Frau Agi in voller Sonne verliert sich im Halbschatten eines Spiegels mit beschädigter Oberfläche. Die Fotografie selbst kann zum Spiegel werden, indem sich die Realität mit ihrem Spiegelbild verbindet. Ich und ich von Arthur Affaut. Die Verdopplung erreicht man, indem man das Negativ zweimal belichtet. Im 19. Jahrhundert nannte man dieses Vorgehen Ghost Photography, Geisterfotografie. Aber hier geht es nicht um Geister. Die Verdopplung betrifft Bewusstsein und Unbewusstsein, den schlafenden und den wachenden Menschen. Man kann auch zwei unterschiedliche Negative beim Entwickeln übereinander legen, wie es Man Ray 1921 gemacht hat. Auf einem eine Frau mit nacktem Oberkörper vor einer tapezierten Wand. Auf dem anderen, oben auf einer Leiter, der Dichter Tristan Tzara, über dessen Kopf ein Beil und ein Wecker hängen. Die Blicke, die Haltungen, die Positionen der Hände sind perfekt aufeinander abgestimmt und verleihen einem eigentlich nicht möglichen Bild eine Selbstverständlichkeit, die, wie in einem bildhaften Wortspiel, die Ebene der Holzleiter mit der Ebene der Personen zusammenbringt. Belichtet man kurz einen Abzug während der Entwicklung, entsteht eine Solarisation, eine teilweise Umkehr der Schatten- und Lichtwerte. Dieser Effekt stilisiert die Konturen und gibt dem Foto eine grafische, künstlerische Prägung. Das ist jedoch ein unkontrollierbarer Prozess. Die Chemie macht hier, was sie will, wie es der Titel dieser Solarisation von Man Ray aus dem Jahr 1929 so schön ausdrückt. Das Primat der Materie über den Gedanken. Einen weiteren Schritt in diese Richtung geht Raoul Ubach. Die Brûlage, die Glasplatte eines belichteten Negativs, wird erhitzt, um die Emulsion zum Schmelzen zu bringen. Das ist, sagt Ubach, ein Zerstörungsautomatismus, eine völlige Auflösung des Bildes zum absolut Unförmigen. Ich habe so die meisten meiner Negative bearbeitet. Das Ergebnis war meistens enttäuschend, außer in einem Fall, wo eine Frau im Badeanzug sich in eine überwältigende Göttin verwandelt hat. La Nébuleuse, 1939. Danach muss sich der Fotograf nur noch vom Apparat selbst trennen. Man Ray hatte mit diesem Prozedere bereits beim Film experimentiert. Man rollt in der Dunkelkammer unbelichteten Film auf, bestäubt ihn mit diversen Materialien, Salz, Pfeffer, Reißzwecken, Nägeln, Federn. Man zündet ihn an, löscht, entwickelt, betrachtet die Spuren der Objekte. Einen Abdruck, eine Unterdrückung von Licht. Man Ray nennt so entstandene Fotos Rheographien. Der Kuss, 1922. Ein Bild, das in drei Phasen entstand. Zuerst die Hände, in der Dunkelkammer flach auf das Negativ gelegt, eine großformatige Glasplatte. Dann die beiden sich küssenden Gesichter, Man Ray selbst und Kiki de Montparnasse, auch flachliegend, eine akrobatische Position. Aber die Silhouetten der Hände und Gesichter bleiben zu eindeutig, zu offensichtlich. Also werden sie zerstört und wieder zusammengesetzt durch zwei seltsame Gegenstände, Entwicklerschalen, die dem Bild eine andere, geometrische und formale Dualität aufzwingen. Wir befanden uns in einem Antagonismus zur Fotografie.
Man Ray wollte sie von jeglichem Bezug zur Realität befreien. Ich suchte die Surrealität in der Realität selbst, schreibt Brassai. 1932 Schöpfer dieser Fotografie, das Phänomen der Ekstase. Aber um diese Suche nach dem Surrealen bis zum Ende zu führen, genügt ein einzelnes Bild nicht. Mag es auch noch so schön sein. Im folgenden Jahr findet sich die Fotografie von Brassai im Zentrum eines anderen Werks wieder, umgeben von 24 weiteren Fotografien mit Gesichtern von Menschen, 4 Gesichtern von Statuen, 16 Ohren von Menschen, von einem balancierenden Stuhl und einer Jugendstilnadel. Das Phänomen der Ekstase, 1933. Fotomontage von Salvador Dalí. Es handelt sich um eine Sammlung in reinster surrealistischer Tradition, ihrem wahren Zweck entfremdeter Bilder. Die Fotografien der in den Nacken gelegten Gesichter beschwören ganz direkt die Ekstase herauf. Andere sind rätselhafter. Die Ohren aus den polizeilichen Identifikationstafeln des Kriminalisten Alphonse Bertillon bekommen erst dann einen Sinn, wenn man weiß, dass für Dalí das Ohr das Organ ist, das sich immer in Ekstase befindet. Die Dreiergruppe stammt aus einem pornografischen Bild, von dem man den unteren Teil weggeschnitten hat. Die Nadel ist ein Phallus-Symbol. Die Ausrichtung des Stuhls, ein von Man Ray fotografiertes Werk Dalís, entspricht der Neigung der Köpfe. Eine Parodie. Die Bilder sind in einer Übersichtstabelle zusammengefasst, die dem Phantasma eine gewisse Strenge verleiht. Hier soll nicht etwas Schönes entstehen. Was zählt, ist das Aufeinanderprallen der Fragmente. Selbst das Foto von Brassai kann der Brutalität der Scherenschnitte und der von nichts versteckten Übergänge nicht standhalten. Nicht die Realität jedes Bildes soll man sehen, sondern die Realität ihrer Zusammenstellung. In der Welt des Traums ist es ganz anders. Hier ist es wichtig, die Spuren zu verwischen. Die kleine Minerva von der Postkarte findet in dieser Fotomontage von Dora Maar ganz natürlich ihren Platz im richtigen Maßstab und der richtigen Entfernung von dem seltsamen Paar, das zwei Jungen im Vordergrund bilden. Man ahnt nicht, dass auch sie nur ausgeschnitten und aufgeklebt sind und dass sogar der Hintergrund eine Zusammenstellung von zwei Bildern verschiedener Orte ist. Dabei verdeckt die Position der beiden Jungen die nicht aneinander passenden Perspektiven. Alle Elemente verschmelzen miteinander, wie die beiden Körper, deren Position gleichzeitig reell und falsch erscheint. Nichts scheint weiter entfernt vom Traumgefühl, das Dora Maar herausgearbeitet hat, als der scheinbar ungezwungene Realismus dieser Fotografie von Jindřich Syrský. Doch auch hier ruht alles auf der genauen Anpassung von zwei Ebenen, der reellen Ebene des Podiums mit dem Stuhl und den von den Musikern zurückgelassenen Instrumenten und der imaginären Ebene der bemalten Leinwand im Hintergrund. Syrský verbindet die beiden Ebenen, indem er die Höhe seines Apparats so einstellt, dass die Oberkante der Stuhllehne sich mit dem Seil deckt, auf dem die kleine Seiltänzerin geht. Dadurch schafft er eine Schnittstelle zwischen unserer Welt und ihrer. Ob man das Surreale im Realen findet oder das Reale im Traum, hängt im Endeffekt nur von der Position des Fotografen ab. Und da die Surrealisten Zweckentfremdungen lieben, sollte man uns gestatten, zum Schluss dieses Schiff zu kapern, das Dora Maar für eine Haarwasserwerbung vorgesehen hatte, um es all jenen zu widmen, die nach den Worten André Bretons das Schiff der Fotografie sicher durch den nahezu unbegreiflichen Strudel der Bilder lenken konnten.